Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje. Ja, und heute möchte ich mir zusammen mit euch das Wanderpaket von der Gruppe 1 angucken. Das ist nämlich wieder bei mir angekommen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was hier alles drin ist, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ihr wisst ja, ich habe aktuell selbst 3 Wanderpakete mit Abonnentinnen von mir am Laufen und jetzt ist eins davon wieder bei mir angekommen. Ich habe das mal aus dem Karton rausgeholt, weil ich hier aktuell gerade keinen Platz habe, den Karton hinzustellen. Deswegen habe ich mir das hier schon mal rübergestellt. Ich werde das gleich einfach hier neben mich auf die Couch stellen. Und dann können wir uns in Ruhe angucken, was drin ist. Ihr kennt das ganze System mit den Trash-Wanderpaketen ja. Also hier in dem Paket sind Produkte drin, die man selber nicht mag oder aufgrund von Farbe, Konsistenz oder sonstigen Dingen. Das können verwendete Produkte sein, es können neue Produkte sein. Allerdings bei so Augen, also Mascara und auch Lippenstift, Lipgloss, müssen die Produkte auf jeden Fall neu sein. Bei allem anderen kann das schon mal geswatcht sein. Dann wird das einfach desinfiziert und fertig. Und ich bin so gespannt, was hier drin ist. Deswegen werde ich das jetzt schnell mal hier neben mich stellen. Und dann gucken wir uns alles der Reihe nach an. Ja, so. Dann ein wenig Platz machen, damit das auch alles passt. So, hier sind auf jeden Fall auch so Tüten drin, wo zum Beispiel Süßigkeiten drin sind. Das lege ich mir einfach hier zur Seite. Gucke ich mir dann nachher in Ruhe an. Genauso wie hier Tee. Gucke ich auch später. So, dann fangen wir mal mit der ersten Glossy Box an. Ich stelle die mal hier neben mich. Okay, ja. Hier haben wir Multi Lip Balm von eCooking. Das wisst ihr, das ist nichts für mich. Das rühre ich mir auf jeden Fall nicht raus. Dann ist hier ein Produkt, das ist witzig. Was heißt das? Fuzzy Duck, Pink Pepper and Oat. Was bist du denn? Ein Aftershave Balm. Okay. Das stelle ich mal auf die Vielleicht-Seite. Vielleicht möchte mein Mann das haben. So, dann haben wir hier von Isana auf jeden Fall eine Handcreme. Voll süß, hier mit so einem Einhorn drauf. Aber ich habe aktuell genug, deswegen lasse ich das weiter wandern. Hier, das ist ein Creme. Eigentlich ein Gel gegen Juckreiz, habe ich aber selber da, deswegen brauche ich das nicht. Dann haben wir hier etwas von Balance Me Beauty Sleep Hyaluronic Mist. So, dann haben wir hier Sparkling Stars. Das ist auch eine Handcreme. Dann haben wir hier von Michalski Berlin ein Parfum. Das habe ich aber selber bei mir oben im Bad stehen, deswegen hole ich mir das hier auch nicht raus. Das hier ist so ein Armband. Das ist eigentlich ganz süß. Da könnte ich meine Tochter mal fragen. Deswegen lege ich das mal auf den Vielleichtstapel. Mal gucken, vielleicht möchte sie das haben. Das hier ist, glaube ich, so ein Peeling-Handschuh. Das brauche ich aber auch nicht. Und eine Nagelfeile. So. Erste Glossy Box ist ausgepackt. Nehmen wir die nächste. So. Da haben wir eine Hanf-Booster-Ampulle von B-Routine, aber Ampullen habe ich aktuell genug. Malu Wild, eine Sonnencreme, also Gesichtscreme 50, also Lichtschutzfaktor 50. Die hatte ich mal selber, die habe ich nicht gut vertragen, deswegen hole ich mir die auf jeden Fall nicht raus. Dann ist total süß hier. Dr. Lip BFF Face Hand Body was? Areas Multi-Use Skincare. Auch wie süß. Eine kleine Tube brauche ich aber auch nicht. Die hier habe ich selber noch, das ist nämlich eine Maske. Eine Feed Your Skin, Feed Your Mind Nourishing and Soothing Face Mask und da kann man Podcast bei hören. Habe ich aber, wie gesagt, bei mir oben stehen. Dann haben wir hier ein Augenpflegecreme von Balea. Magic is in the air. Okay. Dann haben wir hier von Hey Honey etwas und zwar
Take away the drama. Youth boosting honey and kappa peel off mask. Nein, peel off Masken und ich, wir vertragen uns einfach nicht, deswegen nie. Und hier ist so ein Gel-Pad. Wahrscheinlich, um es in den Kühlschrank zu legen und aufs Auge zu tun. Brauche ich aber auch nicht, weil da habe ich nämlich selber genug von. Dann hat man hier etwas von Phil. Wie heißt das? Filorga. Eine Multi-Correction Cream, oder was? Ja, okay. Brauche ich aber auch nicht. Ja, wo wir es eben von hatten, Peel Off Maske, nein. Auch hier ist der zweite. Dann haben wir hier eine Glitzer Peel Off Maske. Eine Overnight Mask von Alverde mit Rosenduft. Oh nee. Luvos Hydro Booster, so eine Maske, aber nein, ich habe da nichts von. Und hier so eine Bürste zum Gesichtsreinigen. Brauche ich aber auch nicht. So, schieben wir ein Stückchen darüber. Dann habe ich noch ein bisschen Platz. So, dann habe ich hier noch eine Box. Und zwar hier eine Beauty Box. Die ist voll süß mit so, wie heißt das? Schneeflocken, mein Gott. Manchmal fehlen einem die Worte. Ach du liebes Lieschen. Red Cherry Eyelashes, das sind so kleine Teile, die man so einkleben kann, aber so welche verwende ich nicht. Dann haben wir hier so Nagelaufkleber, Magic Spell Nail Sticker. Die packe ich mir mal auf die Vielleicht-Seite. So, dann haben wir hier von Essence False Lashes The Party of My Life. Ja, die haben da so einen goldenen Streifen quasi, aber nee, ich habe so meine Lieblingswimpern. Dann haben wir Wet n Wild Gel Lip Liner in Rot. Von Manakada ein Mascara. Sophia und Mabel, so eine kleine süße Palette, aber die habe ich schon weitergegeben. Die mochte ich nämlich nicht. Dann haben wir hier etwas von Revolution Eye. Was war das? Nee. Fruit Smoothie, ein Lipgloss. Ist eine hübsche Farbe, aber ich habe einfach so viele. Dann haben wir hier von Aiko ein Fett Eye Stick. Der hat hier so eine Farbe. Ist aber jetzt auch nicht meine, deswegen nein. Haben wir hier Art Deco Invisible Lip Contour? Ne, brauche ich auch nicht, weil ich meine, ich habe glaube ich sowas noch da. Haben wir so ein Kabuki Brush, brauche ich aber auch nicht. Dann von Alverde, das ist aber eine hübsche Verpackung hier. Ein Lippenstift in der Farbe 30 Achat. Ja, aber das ist nicht ganz meine Farbe. Die ist mir ein bisschen dunkel. So, dann haben wir hier etwas von Alverde noch. Ein Mascara All-in-One, das Multitalent. Okay. Dann haben wir von Christina Aguilera ein Parfum oder ein Eau de Toilette. Also Oh So Beautiful steht da. Ach, der riecht ganz gut, aber ich habe so viel Parfum, deswegen lasse ich das weiter wandern. Dann noch etwas von Revolution. Ist das ein Lipgloss? Oder was soll das sein? Ach man, das schimmert hier so. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es hier nicht lesen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, aber ich behalte den auf jeden Fall nicht. Dann haben wir hier Stamp and Drag. Von Kia T. London. Ach ja, genau, das ist hier mit so einem Stempelchen drauf für Eyeliner, glaube ich, ne? Ja, aber nein, nichts für mich. Dann Plum and Puppy, das ist auch ein Mascara, den habe ich selber. Dann haben wir hier von Sebamed. Ach, Sebamed, Trended Up, also manchmal ein Ultra Matt Lip Cream in der Farbe, ich glaube 014, wenn ich das richtig sehe. Ist aber auch nichts für mich. Was haben wir hier?
By the Sea Volume Mascara von Rival Loves Me. Tiefschwarze Mascara für atemberaubendes Volumen. Okay. Ich glaube, das war mal so eine Limited Edition. Dann haben wir hier noch etwas von, ist das Essence oder Catrice? Catrice. Eyeshadow Sticks in der Farbe Copper Confessions. Also ist halt hier so eine Kupferfarbe, aber nein. So, dann haben wir hier so einen kleinen roten Stift und das ist ein von Sephora ein Lip Liner to go, also in roten Lip Liner. Ich habe genug rote Lip Liner, brauche ich nicht. Dann haben wir hier aus dem Adventskalender, ne? Von Essence ein den Kajal. Na, das ist dann halt hier so ein ganz normaler schwarzer Stift, aber habe ich auch zu Genüge, deswegen nie. So, dann haben wir hier von Rival de Loop etwas und zwar ein Long Lasting Matte Lip Color und das ist ein Rotton auf jeden Fall, aber nein. Dann von Steve Laurent ein Orchid und zwar Lipgloss oder was bist du? Ne, Lip Oil, aber heute auch nicht. Dann haben wir hier einen Lippenstift von L'Oreal und zwar Color Riche Matte 349. Also hier auch wieder so ein dunkler Ton. Ist nichts für mich. So, von Essence aus dem Adventskalender ein Highlighter mit so hübschen Sternchen. Das ist eine hübsche Farbe, aber habe ich genug und ich muss meine Schubladen eh noch ausräumen. So, genauso wie hier von Catrice diese Blush Box in der Farbe 030 Golden Coral, auch hübsch, aber nehme ich auch nicht raus. Oh. Hier haben wir ein Wimpernserum von Eyelash. Aber nee, ich habe meine Wimpern sind groß genug, ich mache da lieber sowas nicht dran. Dann haben wir hier von Essence eine, was ist das hier? Camouflage Concealer Palette in unterschiedlichen Farben. Die ist auch wasserfest, aber lasse ich auch weiter wandern. Jetzt fällt mir das hier schon alles raus, ne? Dann haben wir hier von Essence Stay All Day 16 Stunden Long Lasting Make-up 15 Soft Cream in Waterproof. War auch nicht. So, dann haben wir hier von Maybelline einen Pinsel. Lass ich auch weiter wandern. Dann habe ich hier noch von Art Deco ein Luminous Skin Stick. Was ist das? Kann man da drin drehen? Was muss man da tun? Keine Ahnung. Ach, das noch eingepackt sogar. Oh. Ne, dann lasse ich den noch zu. Das ist ein sanft schimmerndes Finish. Die Farbe, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber lasse ich auch weiter wandern. So, dann von Icona. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in mehreren Boxen gesehen. Ray of Light, ein Illuminating Concealer. Brauche ich auch nicht. So, dann haben wir hier noch eine Tube. Das ist hier Wunderlift, 60 Sekunden Wrinkle Reducer. 12 Milliliter, also so ein Fältchenentferner, aber brauche ich nicht. Dann haben wir hier noch etwas von Alverde. Und zwar ein, was bist du? Rouge und Highlighter 20 Setting Sun mit Bisabolol und Jojobaöl. Ja, ist eine ganz nette Farbe, aber nee. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Kabuki-Pinsel von Nire, also Face and Body Kabuki. Der ist auch noch so hübsch eingepackt, den lasse ich auch eingepackt, denn den brauche ich auch nicht. So, und dann zeige ich euch kurz noch hier die Nagellacke, weil ihr wisst ja, Nagellack verwende ich keinen, lasse ich da drin. Packe ich jetzt schnell alles wieder zurück. So, beziehungsweise da drauf. So, kann ich das nachher nochmal in Ruhe nachgucken. So, dann nehmen wir hier mal eine von diesen hübschen Taschen. Gucken wir mal da rein, was da noch so drin ist. Ja, dieses Goldspray hatte ich selber. Das hier habe ich bei mir oben im Bad. Das finde ich richtig cool, um Pinsel sauber zu machen. Aber ein zweites Mal brauche ich das nicht.
Dann haben wir hier etwas von Kalin Parfum à la Vie, eine Handcreme. Dann haben wir hier eine Tube von Grown Alchemist Natural Hydrating Sunscreen SPF 30, also Sonnenschutz. Badebomben habe ich selber genug, jede Menge sogar. So, dann haben wir hier einen Deo-Roller von C&L. Mein Lieblingsdeo, liebevoll, frisch, ohne Palmöl, ohne Aluminium. Aber verwende ich nicht. So, hier ist dann wieder so ein Sea Salt Spray. Wie gesagt, mein Lieblings-Sea Salt Spray habe ich noch genug hier, deswegen brauche ich keins mehr. Dann haben wir hier ein Handhygienespray von Isana in Floral. Brauche ich auch nicht. Und noch zwei weitere Sprays. Hier von Food Lab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich nicht. Instant Food Peeling, also ein Fußpeeling. Ach du liebes Lieschen. Nein, lasse ich weiter wandern. Und dann haben wir hier noch eine andere Sprühflasche. Das ist von Idola Repair Split Ends Serum. Brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir noch eine kleine Kosmetiktasche. Die finde ich auch voll süß, aber Kosmetiktaschen habe ich genug. Deswegen werde ich das hier nicht rausholen. Von Avène ein Thermalwasser-Spray. Dann haben wir hier ein Lippenöl. Das ist eine hübsche Verpackung. Firma kenne ich auch, glaube ich, nicht. Jelly Pong Pong Cosmetics. Aber brauche ich nicht. So, das ist von MCo Beauty ein Highlighter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, eine Highlighting Shimmer Whip in Champagner. So, dann haben wir hier noch einen Nagellack in Blau. Dann haben wir hier von Kiaté den Define Liner. Dann haben wir hier von Be Kind noch ein Lippenöl, was sich halt verfärbt, also so Mood Changing Lippenöl. So, dann haben wir hier von Judith Williams ein Plumping Lip Gloss. Dann haben wir hier Shine 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 von Essence in ja, klar, clear. Also durchsichtig quasi. Aber das ist so ein Volume Lip Gloss. Das heißt, der plumpt die Lippen ein bisschen auf. Den habe ich aber selber. Von Trendmood noch ein Nagellack in Rot. Trendmood. Nein! Trend it up. Was habe ich denn heute? Ich kann nicht mehr richtig sprechen und lesen. Und hier ist noch so ein schwarzer Stift. Und der ist von BH Cosmetics BH Liquid Eyeliner in Schwarz. Nee, das packe ich alles wieder hier rein. So, und dann kommen wir zu dem letzten. Und hier sind Paletten drin. Und zwar von Essence Born Awesome. Das war ja so eine Lidschattenpalette, so eine kleine. Die ist auch noch komplett neu. Die lasse ich aber drin, weil das sind nicht so meine Farben. So, ich hoffe, dass das Mikro da an der Stelle gut hängt. Keine Ahnung. Wir werden es nachher am Ton hören. Hier von Essence eine Glow Stories Baked Highlighter Palette. Aber habe ich genug, brauche ich nicht. So. BH Cosmetics Sagittarius eine Lidschattenpalette. Mit Spiegel. Und die hat halt hier so Farben, die ist ganz hübsch, aber sie spricht mich nicht so an, deswegen lasse ich auch weiter wandern. Und hier haben wir noch eine vom Action Fab Factory Seductive Dream. So, hier so eine Lidschattenpalette, aber auch nichts für mich. So, dann haben wir hier alles nachgeguckt. Und
Dann brauche ich jetzt auch keine Bedenkzeit, denn ich werde mir jetzt nur hier die drei Sachen rausholen. Und natürlich die Sachen, die von mir noch drin geblieben sind. Die werde ich euch aber nicht zeigen, denn dann seht ihr das einfach im nächsten Mal, wenn wir hier wieder gewechselt haben. Wird sich auch der Inhalt wieder ändern. Deswegen meine Sachen hole ich noch raus. Ich packe wieder neue Sachen rein. Und dann frage ich die Mädels mal, wer denn alles noch mitmachen will. Und dann starten wir einfach eine neue Runde. Und dann machen wir das halt so lange, wie alle Lust haben. Und wenn dann der Bedarf gedeckt ist, dann muss ich mal gucken, ob ich dann noch weitere Trash-Pakete mache oder ob ich dann auch mal eine Pause mache. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall war das hier das Trash-Wanderpaket von der Gruppe 1. Und hier waren auch schöne Sachen dabei, aber ihr wisst ja, ich habe selber so, so viele Sachen, dass ich mir jetzt nur noch Sachen raushole, wo ich genau weiß, dass ich sie auch behalten möchte oder dass ich sie gerne ausprobieren möchte. Und ja, einen Großteil hiervon habe ich einfach selber oder selber schon gehabt, deswegen brauche ich mir das einfach hier nicht rausholen. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Paket. Ich werde, wie gesagt, wieder ein paar Sachen reinpacken, damit die Mädels dann alle noch was zu entdecken haben. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Paket dann über die nächste Runde verändert. Ja, damit sind wir dann auch hier durch mit diesem Paket. Und ja, vielen lieben Dank, Mädels. Ich hoffe, dass wir noch eine weitere Runde machen und hoffe, dass ihr auch weiterhin so viel Spaß da drin habt. Und ja, damit bin ich dann jetzt auch fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend, je nachdem, wann ihr mein Video guckt. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.